nachdem wir die letzten paar Stunden uns verschiedene Vorträge angehört haben zu verschiedenen Technologie-Neuheiten, möchte ich das Ganze versuchen, wieder so ein bisschen unter den Datenbankhut zu bekommen. Alle diese neuen Technologien haben durchaus Benefits, die man in der Datenbank nutzen kann, wenn man es richtig einsetzt. Nicht jede hat gleich viel Erfolg, jede ist nicht gleich gut. Ja? Und wir schauen uns jetzt einfach an, was ist theoretisch am besten, was ist wahrscheinlich am besten, was ist immer noch viel besser, als wir es jetzt haben, ja? Und was ist vielleicht doch nicht so das Ideale. Und das möchte ich in dem Vortrag jetzt einfach erzählen. Das heißt, wir werden ein bisschen das Thema Latenz nochmal aufgreifen, ja? Wer sich vielleicht erinnern kann, voriges Jahr habe ich es schon einmal als Thema gehabt. Ja, Infrastruktur, Latenz, der Tod der Performance. Wir werden ein bisschen in die Richtung diskutieren. Dann werden wir uns anschauen, so als Reminder, weil nicht alle, die hier sitzen, sind Oracle-Datenbank-Administratoren. Was hat Oracle so viel für Datentypen, Filetypen und welche IOs machen denn die? Und wo ist denn was wichtig? Dann werden wir ein bisschen über Intel Xeon gegen den Rest der Welt philosophieren. Da habe ich meine Ansichten dazu und ich glaube, die sind vielleicht gar nicht so uninteressant. Dann das Thema In-Memory Databases, was es hier zu sagen gibt. Server Memory, wo stehen wir heute? Was diskutieren wir mit Kunden? Dann eben Flash und die Datenbank als Thema und dann eben ein paar neue Ansätze im SAN beziehungsweise im NFS-Bereich, im NAS-Bereich, wobei neue Ansätze jetzt nicht heißt top aktuell, sondern durchaus schon in der Praxis erprobte Ansätze. Ja, wie gesagt, letztes Jahr im Sommer habe ich bei der AOG-Konferenz so ein bisschen geplaudert, dass eben die Latenz der Tod der Performance ist und habe damals einfach so ein paar Beispielwerte aufgezeigt. Und das, was Sie hier in Blau sehen, sind einfach die korrigierten, aktualisierten Werte. Was heißt das jetzt? Wenn man sich die Zahlen so anschaut, sind das einfach die Latenzen, die ich auf den verschiedenen Ebenen habe, jetzt in Mikrosekunden angegeben. Ja? Wenn ich was in Memory suche, bin ich bei 0,03 Mikrosekunden. Ja, wenn wir heute gesehen haben, hätte ich das auch noch korrigieren sollen, ist eine Spur weniger inzwischen. Ja, die aktuellen CPUs sind dann noch ein bisschen schneller. SSDs, lokal, sind wir 30, 40, 50 Mikrosekunden. SSD attached, ja, das heißt extern, nicht im Server, sind wir bei 300 Mikrosekunden. Wenn dann noch das Ganze herkömmliche Technologie ist, ja, Fibre Channel Harddisks nicht unter 3 Millisekunden. Und 3 Millisekunden ist schon top. Ja. Da kommt nicht alles vor den physischen Disk, das haben wir gelernt heute. Ne. So 6, 7, 8 Millisekunden, darunter wird es nicht gehen. Da kommt auch ein Teil aus dem Cache. Ja, SATA-Plotten, dann eben noch einmal eine deutliche Verlangsamung. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die IOPS, die ich erreichen kann und so weiter. Wenn man sich jetzt anschaut, was im SSD-Bereich möglich ist, ja, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen IOPS, wunderbar. Die Frage ist, brauchen wir das? Die Antwort ist wahrscheinlich, nein. Es gibt durchaus Anwendungen, wo man es braucht. Das ist aber nicht das, wo ich bei einer Datenbank jetzt typischerweise die letzte Performance raushole. Bei der Datenbank ist einfach wichtig, auf meine Daten schnell zuzugreifen. Ja? Und das Schnellste ist nochmal was? Was steht da ganz oben? Das? Memory. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt ein Infrastrukturprojekt angehe, ja, ist das erste Mal, dass ich mir anschaue, was brauche ich, wie size ich das Memory meines Servers, damit ich nämlich das da unten gleich gar nicht brauche. Das heißt jetzt nicht, dass ich kein Storage mehr brauche, das ich immer mache, das geht ja auch nicht. Weil was ist, wenn ich runterfahre oder Ausfälle sind, ja, ich brauche das drunter auch. Aber für meine Verarbeitung bin ich dann am schnellsten, wenn ich das Memory rausziehen kann. Okay? Und das Memory Sizing, da hat sich in den letzten paar Jahren dramatisch viel verändert. Allerdings ist es noch nicht in den Köpfen von uns angekommen. Hm? Noch immer nicht. Ja? Ja, kleiner Review der Datenbank-Files, nachdem die meisten EDWs sind, nur ganz kurz. Ja? In Datenbank-Files Indexzugriff sind Random Access. In der Oracle-Statistik sind die
witzigweise Sequential Reads drinnen. Dann habe ich Full Table Scans, ja, Serie lesen, die heißen dann Scattered Reads bei Oracle. Die zwei sind performance-relevant. Ja, das eine ist bei Indexzugriffen die Latenz. Wie lange brauche ich, bis ich den Block kriege? Warum? Wenn ich über den Index zugreife, muss ich warten, bis ich den Block habe. Ich kann nicht einfach sagen, ich lese dabei weiter. Bei Full Table Scan geht es. Oracle garantiert mir nicht bei dem Full Table Scan, dass die Blöcke in der Reihenfolge ausgewertet werden, wie sie auf der Disk stehen, sondern Oracle sagt, du kriegst alle Blöcke. Und wenn ich jetzt einen Block von der Disk holen muss und ein anderer steht in Memory, mache ich was? Oder macht Oracle was? Das, was in Memory steht, gebe ich mir aus und inzwischen ist hoffentlich der Block von der Disk auch gekommen. Das heißt, das eine ist latenzgetrieben, das andere ist sequenziell lesen getrieben. Ja? Das heißt, bei Full Table Scan bin ich unter Umständen mit normalen Platten. Ja? Wenn ich da ein Array habe aus 10, 15 Platten, vielleicht sogar schneller als mit SSD, sequenziell lesen. Wenn ich über den Index zugreife, gewinnt SSD Häuser, weil einfach der Renderzugriff viel schneller ist. Ja, Database Writer macht was? Random schreiben. Muss jetzt auf den warten? Überhaupt nicht. Solange der Database Writer schafft, seine Daten loszuwerden, ist es prinzipiell wurscht, was hinschreibt. Ist nicht wirklich performance-relevant, es sei denn, es dauert so lang, dass ja, dann schon wieder zu einem Problem wird. Haben wir auch bei dem einen oder anderen Kunden als Thema, aber das ist dann wirklich ein Infrastrukturproblem, das wir als DBAs nicht lösen können. Ja, Temp-Files. Was sind die besten IOs auf die Temp-Files? Die ich gar nicht mache. Und wie kann ich Temp-File-IO nicht machen? Mehr Memory. Was war auf der vorigen Seite, was das schnellste ist? Memory. Ja, also Temp, sortieren in der Temp-File ist in Wirklichkeit das Schlechteste, was ich machen kann. Weil ich muss das Zeug schreiben, ich muss das Zeug lesen. Und ich muss darauf warten, in beiden Fällen. Ja, das heißt, wenn ich es schaffe, die meisten Sorts, nicht alle, aber 99% der Sorts in Memory abzuhalten, habe ich schon wieder gewonnen. Ohne Logfiles. Der Logwriter ist der einzige, der wirklich den Durchsatz meiner Datenbank limitiert. Wenn der Logwriter nicht nachkommt mit Rausschreiben, dann geht nicht mehr DML. Lesen ist kein Thema, aber ich kann nicht mehr modifizieren. Ja? Das heißt, immer dann, wenn ein Kunde sagt, der Maschine ist fad, aber es geht trotzdem nichts weiter, macht er meistens eine Batch-Verarbeitung, wo der Logwriter dann irgendwann einmal anfängt, über seine I.O.-Zeiten zu jammern. Und wenn man dann im Logwriter-File nachschaut und da steht drinnen, ja, in der Sekunde hat der I.O. 2 Sekunden dauert, 5 Sekunden später hat der I.O. 4 Sekunden dauert, 6 Sekunden später hat der I.O. 1 Sekunden dauert, das schreibt der Logwriter mit. Ja? Dass man einfach die Information hat, zu welchen Zeitpunkten gab es denn ein Performance-Issue. Man muss halt auch lösen und nicht nur mitschreiben lassen. Ja, Archiver wieder kein Thema, weil der liest sequenziell, schreibt raus. Und sofern ich zumindest 3 oder 4 Gruppen von On-Log-Files habe, wird das auch nicht das große Problem sein. Control-Files, ja okay, sind nicht performance-kritisch. Ausnahme ist, ich habe sehr, 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 sehr viele Data-Files. Wer von Ihnen hat Datenbanken mit mehr wie 1000 Data-Files? Problem haben wir aktuell offensichtlich nicht. Noch nicht. Ja, Archive-Log-Files und Backups, ja, die generieren mir halt IO-Last und da kann man versuchen, gerade bei transaktionsintensiven Datenbanken, hier Lösungen zu finden, wie ich die IOs wegbekomme. Fürs Backup ist es genial. Einfach, wenn ich Storage mitspielt. Ich kann mit Snapshot-Technologie oder mit Split-Mirror-Technologie das Backup in der Storage-Box belassen. Ich muss nicht über den Server schleifen. Die Archive-Log-Files wäre halt nicht ganz los. Die muss ich lesen und schreiben. Da komme ich nicht drum herum. Ja, das heißt, Storage-based Backup-Technologien hier einfach mit einbringen. Intel Xeon gegen den Rest der Welt. Der Peter hat heute schon erzählt über E7 und E5, dass die E7 da halt ein paar nette Features hat, wenn zum Beispiel Memory kaputt ist, dass das ausgeblendet wird und dass nicht alles steht, sondern nur ein Teil weg ist. Ich möchte jetzt auf einen anderen Aspekt eingehen. Ich möchte auf den Aspekt eingehen, was können denn aktuelle Xeon CPUs?
Bei den E7 muss man aufpassen, es gibt E7 ohne V2 und mit V2. V2 ist die aktuelle, von der rede ich. Ja. E7 V1, die haben wir bis, also kann man immer noch kaufen, aber die war bis vor 6 Monaten State of the Art, die meine ich nicht, ich meine jetzt wirklich die aktuelle. Die kann haben bis zu 15 Cores pro Sockel, ohne Hyper-Threading. Das heißt, Hyper-Threading kann ich dazu aufdrehen. Wir haben schon Situationen gehabt, wo Hyper-Threading die Performance reduziert hat. Weil wenn nämlich der Prozess, der IO-intensiv ist oder der viel rechnet, auf ein Hyper-Ding rennt, dann rennt es auf einmal langsam und unpredictable langsam. Daher, für Datenbanken, wo es wirklich um High-Performance geht, würde ich Hyper-Threading jetzt nicht aufdrehen. Wenn es darum geht, ich habe da jetzt 50 Datenbanken, die zusammenkohlen sollen, die auf einem gescheiten Server, dann kann Hyper-Threading durchaus aufdrehen. Das hängt vom Anwendungsfall ab. Ich kriege bis zu 8 dieser CPUs in eine Maschine rein. Ja? 4 Sockel ist noch günstig. Ja? Die 4-Sockel-Lösungen und die 8-Sockel-Lösungen sind nicht um einen Faktor 2 unterschiedlich, sondern eher so Faktor 4 dazwischen vom Preis. Daher, man sollte schauen, dass man mit 4 Sockeln immer durchkommt. Da schaffe ich aber 120, also 60 bis 120 Cores. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, wenn man dann so, jetzt mal schauen, ist der Kollege noch da, sicher jetzt nicht, in große Rechenzentren geht und schaut, was die haben. Die haben halt dann eine große IBM mit 64 Cores. Oder mit 96 Cores. Also, oder ein großes Spark mit, keine Ahnung, und ich rede jetzt nicht von der TCPU, sondern von den Sparks mit 64 Cores. 128 Cores. Ja, da spielt die Xenon aber mit. Ja? Das heißt, ich bin jetzt dort, wo ich früher bei den großen Rechnern war, bei den Riesensystemen war. Da bin ich mit einem 2-Höheneinheiten-Server inzwischen. Cache, ja, die Dinger haben auch sehr viel Cache, fast 40 Megabyte. Auch damit spielen sie jetzt in einer Klasse mit, die früher eher den Power und Spark und so weiter vorbehalten waren. Ich schaffe bis zu 1,5 Terabyte Memory pro Sockel aktuell. Ja, Samsung hat schon angekündigt, die nächste Generation der Memories, dauert noch ein bisschen, Ende des Jahres, dann schaffe ich 3 Terabyte pro Channel. Das heißt, ich schaffe dann problemlos eine Größenordnung, die heute vielleicht bei Ihnen in der Storage nicht existiert. Ja. Auch vom Durchsatz her, ja, der Durchsatz, was ich da jetzt auf Memory zugreifen kann, wenn ich in Memory sortiere, suche, wächst einfach gigantisch an. Das Bild kennen Sie vielleicht noch, Peter, von dir, geklaut, danke. Ausgeborgt heißt, ne? Übernommen. Die Verfügbarkeit, gerade mit den E7-CPUs, ist extrem hoch. Ich bin auf Augenhöhe und wenn man die Zahlen anschaut, ja, die haben alle was. 99,99. Dann ist es auch noch eine Zahl, die quasi gleich ist. Ja. Das ist dasselbe. Ja, wir reden davon, dass die Systeme 99,99 verfügbar sind und da jetzt ein 7er, 6er oder 5er, 8er steht dahinter. Das macht dann nur mehr Minuten im Jahr aus. Ja. Das heißt, ich bin einfach auch von der Stabilität her dort, wo ich hingehöre. Was verwendet Oracle bei der Exadata? E7. Ja? Also auch dort, das ist die erste Maschine gewesen, wo sie in dem Bereich vorgestoßen haben. Inzwischen haben sie auch andere, aber Supercluster und so weiter. Aber sie verwenden es auch dort. Warum? Weil die Dinge einfach sehr stabil sind, sehr viel Power haben und verhältnismäßig günstig sind. Im Februar, also vor kurzem, gab es eine Gartner-Studie und eine ITC-Studie, die beide mehr oder weniger selber ausgesagt haben. Ich habe mir erlaubt, so ein bisschen von beiden Studien zu klauen, ja? Sprich die Studien zu verheiraten und die Sachen auszuwerten. Die Anzahl der verkauften Server steigt leicht, der Gesamtumsatz sinkt. Okay, das Zeug wird billiger. Gut für uns. Ja, dann verlieren halt die diversesten Hersteller, IBM eben rund 20% im Bereich ZOS und Power, HP 25%, wenn man die Titanium-Plattform rausnimmt, Oracle 12%, da ist aber jetzt nicht aufgeschlüsselt gewesen, was das ist. Oder anders gesagt, wenn die anderen 20% verlieren, der Umsatz aber nur leicht sinkt, dann muss was sein. Und das stand in der Studie eben nicht drinnen. Nein, dann hast du mehr Intel verkauft.
mehr Xeon verkauft. Ja, weil das muss ja das Gap auffüllen zwischen leichter Rückgang und 20%. Da ist was dazwischen. Ja. Das heißt, es werden immer mehr von diesen Systemen verkauft und die Risk-Systeme verlieren an Performance. Wer kennt mich schon so mehr wie 15 Jahre? Was habe ich vor 15 Jahren angefangen zu erzählen? Schaut euch Linux an, schaut euch Intel-CPUs an. Es war auch damals schon so, dass man einen Gutteil der Systeme darauf betreiben hat können. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst jetzt da wechseln, aber schaut euch das an, das macht dann Sinn. Und auch die Entwicklung geht da. Warum? Die Stückzahl ist es. Es macht einen Unterschied, wenn Intel die CPU millionenmal verkauft oder im Fall von den anderen Herstellern die CPU 10.000, 100.000 mal verkauft wird. Da ist einfach was anderes dahinter. Ich habe sehr gehofft, das auch schon zumindest getestet zu haben. Leider hat Oracle es noch nicht geschafft, das zu releasen. Mit der nächsten 12c Patch Set 1 soll dann die In-Memory-Technologie, wo einfach die Daten, die jetzt zeilenweise gespeichert sind, in Memory auf kalenderweise gespeichert wird, umgedreht wird, die für bestimmte Reporting und Abfragen teilweise einen Faktor 100 bringen soll und mehr kommen, war inoffiziell angekündigt für Jänner, hat dann geheißen, es wird im Februar soweit sein. Gestern habe ich nachgeschaut, es war noch nicht da. Also wird hoffentlich bald kommen. Und auch das wird einen Boost bringen. Warum? Weil das zeigt dann im Memory quasi Kippe und im Memory darauf zugreifen kann. Ich mache da keine IOs mehr. Ja? Ich habe das dann so, wie ich es brauche, im Memory stehen. Na klar, bin ich dann schneller. Auch die Folie kennen Sie schon, ein Vortrag von mir. Von gestern. Ja, wenn ein Kunde über eine 1% Cache-Dresche hat, die Oracle-Advisor sagen alle, passt, wunderbar. Ja, dann schaut man nach in die entsprechenden Views und stellt fest, dass eben die Estimated Percent of DB Time for Read 55% der Verarbeitung ist. Dann kann das bitte nicht die Lösung sein. Ja? Warum soll die Hälfte meiner Gesamtverarbeitung warten sein? Das heißt ja Verarbeitung und nicht Verwartung. Ja? Da muss irgendwas besser gehen. Ja? Der nächste Schritt dann war eben bei dem Kunden bei der Analyse, welche Statements sind das? Sind das vielleicht Ausreißer? Statements, die nur Arme rennen? Ja? Die selten rennen? Da verstehe ich es. Sachen, die selten rennen, die habe ich einfach nicht im Cache. Und da sind wir auch für mich verblüffend draufgekommen, dem ist nicht so. Wenn man da schaut, ja, okay, die ersten zwei waren nicht so oft dran, aber da hinten, ja, 500.000 Mal gerannt. Was ich jetzt nicht mit ausgegeben habe, das habe ich auch nicht abgekauft beim Kunden, das war auch nicht gefragt, ja, in welchem Zeitraum. Aber allein die Aussage, das Statement ist 500.000 Mal gerannt, ja, und hat, ja, wo ist da hinten, 96% der Verarbeitung weh jetzt gehabt. Schluck. Lacht dann eins drüber. Ja, sieht man ein bisschen schlecht, hätte ich müssen anders färben. Das ist eine Katastrophe. Wenn ich es schaffe, das in Memory zu haben, dann bedeutet das, dass dieses Statement, das durchaus häufig rennt, um einen Faktor 100 schneller wird oder 80 schneller wird oder was auch immer. Das macht einen Unterschied. Wie man da hinten vielleicht ein bisschen erkennt, ist eine SAP-Datenbank. Das heißt, da hängen User drauf, da hängt Verarbeitung drauf, da passiert was. Und das Problem, das man eben hat bei Oracle, die ganzen Advisors, die in den Rennen, die gehen nur her und sagen, ich vergleiche das mit den erwarteten Werten, wenn ich das Memory bis zu verdoppel. Ja, das hilft mir da nichts, eine Verdoppelung. Ich brauche da eine Verfünffachung von Memory. Ist ja heutzutage kein Problem. Es kostet ja nichts mehr. Was kostet heutzutage ein Server mit 192 GB Memory? Zwei CPUs? Okay, nur E7 und nicht, nur E5 und nicht E7. 3.500 Euro. Ja, wenn ich das Memory verdoppel, kostet es mir um 1.500 mehr. Und der Kunde hat in SGA 60 GB. Er braucht die 60 Gig nur halt auf 200 Gig, auf 250 Gig erhöhen,
Investition von 5.000, 6.000 Euro und er kriegt einen Performance-Boost, der gigantisch ist. Und er reduziert auch die IOs nach hinten. Das heißt, die Storage kann endlich die Sachen machen, für die man es braucht. Und der Kunde hat natürlich schon das Thema gehabt, dass die Storage auch schon, obwohl es eine größere Storage ist, leidlich ausgenutzt war. Etwas, was die wenigsten wissen, was Oracle jetzt auch schon eine Zeit lang hat. Oracle hat Flash mit in der Exadata im Storage-Bereich gehabt und festgestellt, das ist jetzt performancemäßig nicht ideal. Das Flash ist bei der Exadata mit InfiniBand angebunden, ne? Ist zu weit weg, das dauert zu lange. Was müssen wir machen? Wir müssen das Memory einfach näher zur CPU bringen. Und hat deswegen eine Technologie eingeführt, dass ich am Server SSDs haben kann, Flash haben kann und die werden als Erweiterung des Buffer-Caches genutzt. Ich kann den Buffer-Cache um einen Faktor 10, also wenn ich sage, ich habe 200 Gig Memory für den Buffer-Cache, kann ich 2 Terabyte SSDs dazuhängen und kann das als Gesamt-Buffer-Cache nutzen. Klar ist die SSD langsamer als das Memory, haben wir ja gesehen auf der ersten Folie heute, aber ich bin immer noch um eine Zehnerpotenz oder sogar mehr schneller als bei All-Flash-Arrays dahinter. Ja? Der Nachteil halt, das ist dann exklusiv für deine Datenbank. Das heißt, habe ich in meinem Unternehmen das Problem, da ist eine Anwendung, eine Datenbank, die braucht die Performance, ist das wahrscheinlich die Lösung. Ja? Man steckt in den Server solche Flash-Cards rein und die Dinger, ja, sind erträglich teuer, ja? Kosten weniger wie eine SSD in einem Storage drin. Konfiguriere es, ja? Und habe Zugriffszeiten, die halt zumindest in einer 10er Potenz besser sind, wie eine All-Flash-Storage dahinter. Ja? Halt wieder Silo-Denken für die eine Datenbank, für die andere Anwendung. Die andere Möglichkeit, haben wir auch schon gehört, ich kann das als Zwischen-Cache-Layer im Server benutzen. Das heißt, es wird einfach das Cache, der Storage in den Server gebracht, wenn man so will. Auch das bringt ein bisschen Performance-Schub. Ja. Hat den Vorteil, dass halt in der Storage die günstigeren, langsameren Disken drin sein können. Und ich für die Server, wo ich halt hohe Performance-Anforderungen und das nur lesen, nicht schreiben, im Lesen habe, kann ich das auch machen. Ist jetzt wieder ein bisschen langsamer, ich habe einen gewissen Overhead. Ja. Wenn ich es als Erweiterung vom Buffer-Cache habe, greifen alle Oracle-Prozesse native zu. Habe ich es nur in einer Card, die über das Betriebssystem abgebildet ist, habe ich im File-System-Overhead und Co. Aber immer noch, es ist eine günstige Möglichkeit, hier einen Performance-Boost zu bekommen. Ja. Und da reden wir nicht von, das kostet ein paar hunderttausend Euro. Da reden wir von, das kostet vielleicht sogar weniger als 1.000 Euro. Ich habe es halt dann in den einem Server zur Verfügung. Man muss aufpassen, manche Virtualisierungssysteme können das, wie VMware, die können damit umgehen mit den richtigen Herstellern. Bei anderen, die können damit nicht umgehen, da muss man halt dann gewisse funktionale Einschränkungen in Kauf nehmen. Aber prinzipiell geht's. Was ist mit den direkt attacheden SSDs? All Flash. Da habe ich jetzt zwei Probleme. Ja. Auf der einen Seite bin ich schon merklich langsamer, auf der anderen Seite bin ich merklich teurer und wieder nur für einen Server. Das heißt, wo ist da das Target von der Lösung? Dort, wo ich eine Anwendung habe, die auf riesige Datenmengen extrem schnell zugreifen muss. Ja. Finanzdaten, Dataverses in dem Bereich. Ja. Das ist aber Silo-Denken und dieses Silo, das gibt es auch als Engineered System. Ja, Exadata ist mehr oder weniger das. Ja, das heißt, hier ist dann wirklich schon zu überlegen, wo gehe ich hin? Ja, weil, wenn ich diesen Silo mache, ich habe mehrere Probleme. Ja, wie backup ich das Zeug? Wenn es nur an einem Server hängt, dann muss ich das Backup über den Server durchschleifen. Meistens mache ich das nicht für eine Datenbank, die ein Gigabyte groß ist, sondern für, das heißt, das Backup kostet mich so viel Ressourcen, so viel Power, dass ich wahrscheinlich den Effekt
verpuffen lasse, den man als Ding bringen soll. Wenn ich jetzt mehrere Systeme habe, die von Flash profitieren sollen, ja, das heißt, ich hänge es nicht an einen Server an, sondern eben als Storage an viele Server, dann macht das Ganze schon wieder mehr Sinn. Die Latenz ist zwar ebenfalls in der Spur wieder höher, aber ich kann das eben für viele Datenbanken nutzen. Da sehe ich durchaus einen sinnvollen Einsatzgebiet. Ja? Nicht die Ultra-High-Speed-Themen, die ich brauche, sondern eben hochperformante Systeme. Als Cache. Ja? Ich kann SSDs in der Storage drin haben. Da hat uns der Michi Gritsch heute ein paar Beispiele erzählt, wie sie eben die NetApp löst. Als Read-Cache, als Write-Cache. Ja? Bringt natürlich Performance. Problem dabei ist, was macht man am Anfang euphorisch? Ich habe das, wunderbar, ich setze das ein für alles. Wie viel Cache habe ich? 2 Terabyte. Für alles heißt, dahinter hängen 100, 200, 300 Terabyte an Daten. Und weil ich es eben für alles einsetze, ist der Effekt annähernd null, wenig. Ich muss das entweder viel größer machen, sprich mehr SSDs reinstecken, damit ich einen Effekt habe, oder ich muss es gezielt einsetzen. Nur das muss ich halt tun. Ja? Macht dann Sinn, um einfach zu sagen, okay, ich brauche 10%, 15%, 20% mehr Read-Performance für bestimmte Datenbanken, geht es locker. Ich brauche die doppelte Read-Performance, wird sie auch noch ausgehen. Wenn ich sage, ich brauche die dreifache Read-Performance, wahrscheinlich nicht mehr. Weil da brauche ich dann schon so viele SSDs da drinnen, dass man sie überlegen kann, ob man eine andere Lösung nimmt. Ja. Also eigenes Storage-Tier, ja, habe ich auch schon bei ein paar Kunden gesehen, dass die SSD-Shelf als eigenes Storage, also als eigenes Tier haben für bestimmte Files, um einfach die Latenzen, zum Beispiel zum Schreiben von Logfiles runterzubekommen, ist durchaus ein Ansatz. Ja. Dass ich eben beim Schreiben in die ohne Logfiles, weil ich sehr hochtransaktiv bin, hier bevor ich es rauskriege. Nur, das macht nur dann einen Sinn, wenn ich alle meine Datenbanken in dieses Storage-Tier reinschreiben lasse. Was nämlich geht, das haben wir auch vor kurzem bei einem Kunden bewiesen, wenn man nur eine Datenbank hat, ja, und die On-Log-Files auf gespiegelte Disken legt, normale Harddisks, dann macht der Logwriter zwar viele IOs, die aber bei der Harddisk durch die verschiedenen Mechanismen wie ankommen, wie sequenzielles Schreiben. Und da sind die Harddisks flott. Okay? Das heißt, wenn man nur ein, zwei Datenbanken hat, dann reicht eine normale Disk aus. Erst wenn ich eben mehr habe, viele Datenbanken habe, weil wenn jeder Logwriter schreibt, wird was passieren? Die Köpfe fahren wir wieder an zu spazieren fahren. Dann ist SSD als entsprechendes Tier besser. Weil dort ist ja wurscht, wo ich hinschreibe. Ja, das Bild käme auch schon. Geht halt nur mit Oracle ASM. Ich habe eben zwei Fehlgroups. Eine Fehlgroup geht auf ein klassisches Storage, um dort meine Cloning-Technologie, meine Backup-Technologie in der Storage zu haben. Zweite Seite, vom ASM gespiegelt, ist SSD-only, All-Flash, für Read-Performance. Und ich sage im ASM einfach, du liest nur von der Seite. Schreiben muss auf beide, lesen nur von der einen Seite. Und ich nutze die Performance, die mir die SSD geben. Und ich habe im Backup- und Co-Bereich die Benefits von meiner klassischen Storage und verheirate es so. Wie hat es der Markus so schön gemacht? Verheiratet, ne? Bei Standard Edition, RAC ist ASM required. Aber der Preferred Read ist nicht drinnen. Okay. Wäre mir noch nicht aufgefallen, aber danke. Also man braucht eine Enterprise Edition für Preferred Read. Aber wenn ich mal sowas habe, dann habe ich meistens auch Data Warehouse und Parallel Query und Partitioning und dann habe ich sie. Ja. Viele Flash-Lösungen sind SAN-only. Warum? Wovon lebt das Flash? Der Peter hat es heute erzählt. Der Michi hat es heute erzählt. Ich habe es heute erzählt. Was ist das Wichtigste? Die Latenz.
wenn ich ein Device zur Verfügung stelle, dann habe ich ganz wenig Logikanforderungen an die Flash Storage. Ich muss einfach nur von der Flashkarte übers Interface schicken. Wenn ich aber NAS habe, dann muss ich was machen. Da habe ich ein Filesystem mit Zugriffsrechten, mit diesem, mit jenen. Da ist ein Overhead, da brauche ich mehr CPU in der Storage. Technisch geht's, aber das ist nicht, was die Kunden wollen. Die Kunden wollen, wenn sie schon sagen, ich stecke jetzt viel Geld in so eine All-Flash-Lösung, wollen sie? Die Power. Ja. Daher, ich habe schon ein oder zwei, zumindest Ankündigungen gesehen, dass NFS geht. Geht es bei euch, Michi? Ja, also auch so. Ja. Es wird kommen. Ja. Aber im Moment war einfach das Wichtigste, die Power rauszukriegen. Das heißt aber, ich habe die Nachteile, eben mein Backup. Wenn ich nur All-Flash-Systeme habe, ziehe ich das Backup immer über den Server. Ja, daher eben die Idee mit den Hybridlösungen, dass ich eben beide Welten kombiniere. Im Server selber, im Datenbank-Server selber. SAN bedeutet mehr CPU-Verbrauch im Datenbank-Server. Und zwar beträchtlich mehr. Ja. Gegenüber DNFS von Oracle. Ich vergleiche jetzt DNFS mit SAN-Betrieb. Das heißt, ich brauche unter Umständen im Server mehr Cores, nur weil ich SAN dahinter habe, statt direkt NFS. Ja, normales NFS und SAN, warum eigentlich? Ja, weil, egal jetzt, ob es NFS ist oder SAN, aus der SGA die Blöcke im Betriebssystem reinkopiert werden müssen. Also je nachdem, welche Richtung es geht, wenn ich rausschreibe, muss der Database-Writer den Block in der IO-Buffer von dem darunterliegenden geben, was auch immer das ist. Ne? Und von dort werden sie dann weitergeschickt. Und beim Zurückholen, ich lese was, mein Benutzerprozess muss was machen, dann gerestet, es landet in einem Bereich, auf den mein Benutzerprozess zugreifen darf, und der muss ins Buffer-Cache kopieren. Und auch wenn das prinzipiell schon sehr schnell geht, es belastet die CPU mehr, als wenn der Block im Memory schon steht und ich ihn verarbeite. Ja, da hole ich mir vielleicht RO raus. Ja? So muss ich den ganzen Block kopieren. Wenn ich jetzt DNFS fahre, habe ich das Thema nicht, weil dann mein Prozess aus der SGA direkt in die Treiber reinschreibt. Und das bringt Performance. Ja? Bei uns auf der Homepage gibt es dazu zwei, drei Artikel. Könnt ihr gerne nachschauen. Ich kann auch dann gern den Kontakt zum Kunden herstellen, der dann bestätigen wird, das ist so. Ja? Durchs Richtige machen Faktor 2 in der Performance und so weiter. Ja? Weniger CPU-Belastung, weniger Latenz, mehr Performance. Eigentlich hätte ja den Vortrag, den ich da halte, gerade ein Kollege, der Matthias Heidegger, gehalten sollen. Der hat aus privaten Gründen kurzfristig absagen müssen. Aber er hat mir erlaubt, zumindest zwei, drei Kleinigkeiten zu erzählen. Vielleicht, wenn Sie sich erinnern, bei unserem ersten Event hat er auch erzählt, damals über Ihre Lösung. Inzwischen sind 2 Jahre vergangen, 2 Jahre an Erfahrungen. Ja, und ja, warum glaubt der Matthias, nicht nur er, dass das, was Sie als Lösung haben, für Sie das Beste ist und wahrscheinlich auch für viele von Ihnen vielleicht nicht Anpassungen, aber eine gute Lösung wäre. Was hat die Eger-Gruppe? Die haben ganz unten Storages von NetApp. Ja, ich sage jetzt einfach intelligente Storage mal dazu. Ebene drüber ist, sie haben Virtualisierung auf Blade-Servern von Cisco. Und drauf rennt alles andere, was sie haben. Ja, das heißt, Oracle rennt da rennt drauf SAP, da rennt drauf ihre ganzen virtualisierten Desktops. Die fahren zehntausende Desktops virtualisiert. Das rennt alles da drauf. Ja. Was ist, wenn Sie jetzt draufkommen, eben bei meiner Analyse? Ja. Wir brauchen größere SGAs, dann machen Sie einfach was. Rufen bei Kollegen vom Beta an, sagen, bitte, schick uns doch 2 oder 4 Blade-Server mit entsprechend viel Memory. Stecken es rein. Was machen Sie mit der Applikation? Das laufende Datenbanksystem. Anklicken, Move.
Ja? Dann dauert es halt Zeit X, dann ist es einmal gemoved. Einzige, was halt nicht geht, so das Memory einfach im dynamischen Flügel vergrößern geht noch nicht. Das heißt, irgendwann, wenn sie eine Downtime haben, kriegen, machen sie einfach was, einmal runter, Memory rauf konfigurieren, hochfahren, geht. Bis zu einem gewissen Grad kann man es ändern, nicht komplett. Ne? Also, wenn man viel ändert, muss man es einmal machen. Ja? Downtime geht gegen Null bei ihnen. Ja? Wenn irgendwas ausfällt, vor allem sorgt dafür, dass es woanders rennt. Das heißt, alle Wartungsarbeiten, die früher einfach Downtimes waren, Storage austauschen oder Server austauschen, sind in vielen Fällen keine. Ich habe manches Mal eben für Spezialkonfigurationen runter rauffahren. Ja, da reden wir von Unterbrechungen im Minutenbereich. Ja. Das andere, was sie eben machen, ist, sie setzen extrem auf Desktop-Virtualisierung. Ja, was brauche ich denn dann beim Benutzer? Eine Netzwerkverbindung? Ja, notfalls Buchstrommeln? Ja, irgendein Sync-Client? Inzwischen bin ich draufgekommen, die Sync-Clients sind in Wirklichkeit teuer. Wenn die Sync-Clients erfunden wurden, war das Argument, die sind günstig. Die kosten im Verhältnis damals ein Drittel oder weniger von einem Desktop-PC. Wenn man sich jetzt anschaut, was ein Sync-Client kostet, dasselbe. Hat weniger Leistung, kostet dasselbe, aber er hat halt ein paar Sachen built-in. Ich brauche mich nicht darum kümmern, es wird global gemanagt und so weiter. Am Bildschirm, ja. Irgendwann halt. Ja, Telefon und Drucker, okay. Und sonst nichts. Ja. Das heißt, egal was Sie haben, Sie brauchen lokal irgendein 0815-Netzwerk in die Werke. Ja, das hat nicht einmal irgendwelche hohen Anforderungen, notfalls wireless. Ja. Und Sie fahren drüber. Das heißt, Sie können, wenn Sie irgendwas aufbauen, was übernehmen, blitzartig die integrieren. Backup und Restore. Ja, sie machen auch einen Teil mit Airman, sie machen einen Teil über Snapshotting-Technologie. Ja, rennt im Hintergrund, das Backup tiert auf eine sekundäre Storage aus mit SATA-Plotten. Ja, ich kriege das nicht mit, das Backup. Ja, deutlich schneller, flexibler. Sie machen mehrere Snapshots pro Tag. Deployment von neuen Servern. Ja. Peter, wie lange dauert es, wenn man sagt, neuen Server? Man hat Templates, ja? Sagt, ich brauche einen neuen Datenbankserver. 10 Minuten neuer Server. Oh, bist aber langsam. Bei Neger sind schneller. Man kann bei den UCS einfach Templates vordefinieren, was ist ein Datenbankserver. Die haben einfach Sub-Datenbankserver vordefiniert. Die sagen dann immer, das Template, der Server boot und dann bootet er, keine Ahnung, 3 Minuten, 5 Minuten, fertig. Also es bewegt sich im Bereich von gar nichts. Ja, somit, wenn ihr einen neuen Server braucht, wenn ihr irgendeine Deployment braucht, geht es blitzartig. Und dahinter, der Rest, ist automatisiert. Ja? Da rufen ein Skript auf, mit Image drauf, mit drauf, was gehört. Und die können die ganze SAP-Landschaft wahrscheinlich in einem Tag neu deployen. Mit allem drum und dran. Und die haben doch ein paar Maschinen. Ja, Reaktionsmöglichkeit auf veränderte Anforderungen. Wir sind mit der CPU am Ende, wir sind mit Memory am Ende. Okay, Lieferzeit des Herstellers. Reinstecken, move'n, maximal noch einmal rebooten, danke. Ja. Wenn man sich anschaut, Migrationsprojekte, da redet man von, wir fahren dann mal am Freitagnachmittag runter und sind hoffentlich am Montag in der Früh fertig. Ja, und hat halt nur die Storage austauscht, aber halt viele Terabytes kopiert. Ja, nur den Server ausgetauscht, aber halt alles zu Fuß. Ja, zusammenfassend, man kann ähnliche Ergebnisse mit verschiedenen Ansätzen erreichen. Ich kann mir All-Flash kaufen, ich kann Hybridlösungen nehmen, ich kann SSD-Technologie in den Servern einbauen, ja, und ich bekomme halt die Performance, die ich brauche, wenn ich das Richtige kaufe. Was in meinem Vortrag nicht drinnen war, was der Peter bei erzählt hat, was relativ neu ist, es gibt auch eben die SSDs für den Memory Bus. Im Moment halt noch mit ganz ausgewählten Herstellern, wird aber im Laufe des Jahres bei mehr oder weniger allen Herstellern zu haben sein. Was bringt mir das?
Ich kann dann, ich habe, wie viel Memory-Dinger hat man pro Channel? 4, 16 pro Sockel, glaube ich. Ne? 16 Memory-Slots pro Sockel. Da fülle ich halt 12 mit Memory an und 4 mit SSDs und habe dann locker 1 Terabyte oder mehr SSD-Speicher am Memory-Bus. Und da greife ich drauf zu mit Performance-Werten, die Sie sich nur träumen können. Der Vorteil, Sie können damit das Memory, das die CPU, also den Speicher, den die CPU adressieren kann, verkleinern Sie ein bisschen, aber das Mehrfache davon haben Sie in einem nicht ganz so schnellen Memory drinnen. Ideal, für welche Technologie von Oracle? Für Buffer Cache erweitern mit Flash-Technologie. Okay. Dafür ist das Beste, was man machen kann. Ja? Und es wird im Laufe des Jahres in den neuen Servern möglich sein. Die Datenmengen explodieren, das ist so. Ja, es kommt immer mehr zusammen, wir schmeißen ja nichts weg. Ja, das könnten wir ja nochmal brauchen, wir schmeißen auch keine Bänder weg. Wenn ich aber jetzt immer mehr Daten habe, muss der Zugriff schneller werden. Physikalisch mit Disken geht es nicht, ich kann nur was machen. Viele Disken nehmen, aber dann habe ich es spätestens beim, wie kriege ich es aus der Storage raus, das Problem, weil dort habe ich auch noch eine bestimmte Bandbreite. Das heißt, ich muss mir einfach so überlegen. Ja, und das geht eben nicht mehr nur mit Spindeln kaufen. Ich muss einfach Intelligenz in der Storage drinnen haben. Dass ich eben Sachen nicht mehr jedes Mal voll backupen muss, sondern nur mit Änderungsdeltas zum Beispiel rausschreiben. Das können einige Storage-Hersteller, andere nicht. Ja. Anderes Thema, wir haben immer mehr Cores. Es gibt Hersteller, die werben damit, dass man einen Server 512 und mehr Cores hat. Die haben aber nicht die Performance. Ne? Die haben deutlich weniger Performance als vielleicht ein Intel Xeon. Die Frage ist, was brauche ich? Habe ich tausende Anwender, die Pipifax-Queries haben, die Millisekunden Bereich fertig sind, ist mir die Performance der Core wurscht. Dann soll es halt 2 Millisekunden brauchen statt einer, aber ich kann zehntausende Benutzer supporten. Wenn ich aber, und das ist die Mehrheit der Applikationen, Single-Thread-Performance brauche, weil meine Abfrage rennt halt das eine oder andere Mal eine Sekunde oder zwei. Ja, und ich will nicht 5 oder 10 Sekunden warten, dass das da ist, dann muss ich aufpassen, welche CPUs ich kaufe. Weil durch die immer größer werdende Anzahl von Cores sinkt es parallel dazu was? Die Taktung. Ich habe es vorher gerade in der Pause besprochen. Ne? Mein Desktop-PC schlägt den aktuellen Xeon-Server um 15% bei manchen Benchmarks. Warum? Weil mein Desktop-CPU mit Turbo-Takt und Pipapo bei Single-Thread-Performance auf über 4 GHz kommt und der aktuellen Xeons, ja, trotz allen Pipapo, Single-Thread-Performance auf 3,2 GHz kommen. Auf 3,5 GHz kommen und dann ist Sendepause. Ja. Das heißt, mein Desktop-PC hat einfach 15% mehr CPU, also mehr Taktfrequenz und ich bin 15% schneller bei reinen Single-Core Benchmarks. Das heißt, man muss da ein bisschen aufpassen, dass man einfach nicht in die Falle rennt und sagt, okay, viele Cores ist toll. Ich muss mal anschauen, was brauche ich für Power auf Single-Core, auf Single-Thread. Ja, viele aktuelle Performance-Issues und Technologien werden über kurz oder lang mit Flash erweitert, verbessert, ersetzt, auf die Sprünge geholfen werden müssen. Vielleicht nicht heuer, bei vielen Kunden haben es sogar schon, ja, in Wirklichkeit. Aber in den nächsten Jahren wird das Flash einfach immer breiter kommen, damit sie eben ihre PS auf die Straße bekommen.